Herzlich willkommen bei Wir probieren. Er ist Alex. Das ist Max. So, und wir haben uns heute vorgenommen, Clubmate zu testen. Und zwar einmal die komplette Produktpalette durch. Einmal die normale Clubmate, einmal Clubmate Cola und Clubmate Eistee. Eistee Kraftstoff. Eistee Kraftstoff sogar. Genau. Schick. So, und ich würde sagen, wir fangen mit der ganz normalen Clubmate an. Läuft. Clubmate wird von der Brauerei Loscher hergestellt. Seither heißt es auch Clubmate. Vorher hieß es Bronte. Bronte? Ja. Wie kam die auf Bronte? Keine Ahnung. So viele Dinosaurierfilme. Du kennst es nicht, oder? Ich kenne das noch gar nicht. Also ich bin auch mal gespannt. Gehört habe ich schon mal, aber das war es dann auch schon. Ich glaube, ich habe es hier in der Umgebung schon in Clubs stehen sehen. Aber so kleinere Cocktailläden oder so. Aber ansonsten echt unbekannt. So, also von der Farbe her ist so, ja, honigartig, so honiggelb, so wie, goldbraun. Wie Corona von der Art her. Corona-Bier sieht so ähnlich aus. Ja, gut, ich schenke einfach mal ein. Es schäumt sehr stark, es hat sehr viel Kohlensäure. Ui, aber so richtig. Scheint wirklich stark erhöhte Kohlensäuregehalt zu haben. Ja, vom Geruch her. Riecht ein wenig nach Koffein, aber sonst eigentlich noch... Bisschen leicht zitronig vielleicht noch. Ist übrigens das Hackergetränk schlechthin, also man nennt es auch Hackerbrause. Von daher, zum Wohl. Zum Dicht. Interessant. Ich lasse dir mal den Vortritt, weil ich kenne das schon. Es schmeckt nach Wachs. Nach Wachs? Ja, frag mich nicht, woher ich weiß, wie Wachs schmeckt, aber es schmeckt nach Wachs. Aha. So Wachs, Honig, Kohlensäure. Ja, Wachs. Wachs beschreibt es echt am besten, hätte ich nicht gedacht. Ich weiß nicht, wie Wachs schmeckt. Ich könnte noch eine Kerze holen. Na dann. Wie ein Maiskohl. Ja, aber mir würde auch sonst nichts einfallen wie... Ist auf jeden Fall ein sehr eigener Geschmack. Also ein sehr eigener Geschmack. Es ist was Kreatives, Innovatives. Ja. Schmeckt sehr erfrischend. Also es hat keinen sehr intensiven Geschmack. Es ist relativ leicht. Ah, jetzt wissen wir es. Da steht sogar drauf. Mate ist eine in Südamerika seit Jahrhunderten verwendete Urwaldpflanze, die sowohl Koffein als auch Gerbstoffe enthält. Das heißt, das, was wir da schmecken, was wie Wachs schmeckt, sind wahrscheinlich die Gerbstoffe. Wäre möglich. Nett, ja. Doch, ist okay. Für so abends, so nach dem Training oder so. Echt schön. Das ist hochlegen, Smart aufmachen. Wunderbar erfrischend. Und wie gesagt, durch das natürliche Koffein ist halt, man bleibt auch wach. So, willst du Cola oder Eistee-Kraftstoff probieren? Wegen dem überdeckenden Cola-Geschmack würde ich mit Eistee anfangen, dass danach noch die Geschmacksnerven offen bleiben. Der Eistee-Kraftstoff. Was haben wir da noch unter dem T? Achso, das soll das T-E-A für T. Naja, okay. Naja, es ist etwas dunkler als die normale Mate. Ja, geht mehr ins bräunliche Orange rein. Ist auf jeden Fall eine Rülpsbrühe, das Zeug. Aber hier, bitteschön. Einschenken. Das ist jetzt auf jeden Fall schon mal geschmacksneutraler als das andere. Du meinst geruchsneutraler? Geruchsneutral, dankeschön. Geschmacksneutral beim Riechen. Oh mein Gott. Wäre aber auch mal interessant. Nee, ich bin das Flaschenkind. Ich möchte aber aus der Flasche riechen, bitte. Ach so. Okay, jetzt riechst du den Eistee, also den Tee. Ja, es riecht doch stark nach Eistee. Aber wenn du jetzt riechst, ist es noch stärker. Also da kommt nicht genug raus. Ja, auf jeden Fall. Also, zum Wohl. Clubmate Eistee. Oh ja, das schmeckt auch wesentlich stärker nach Eistee. Aber es ist gut. Also ich finde es nicht schlecht. Oder? Also das hier ist mein neuer Lieblingseistee. Weil es ist halt nicht so... Es ist nicht so ein übertriebenes, süßes Geplärre. Ja, wenn man nämlich vergleicht mit so normalen Eistees, die man so aus der Packung kennt oder so Pfirsich und sowas, die sind ekelhaft babsüß. Und das hier ist mild. Vor allem ein Eistee halt mit schön erhöhtem Koffeingehalt ist halt auch selten. Bleibt noch die Clubmate Cola, nicht zu verwechseln mit Club Cola aus dem Osten. Die Club Cola von der Ebe. Oh ja. So muss das. Riecht. Was ich mich die ganze Zeit schon frage, ist dieser Einschnitt da unten. Da ist so ein kleines Dreieck bei allen rausgestanzt.
Haben die irgendwie einen Fabrikfehler oder? Nee, ich glaube, das ist schon einzig. Aber was ich lustig finde, diese Clubmate-Schrift, das ist die gleiche wie von Jurassic Park. Stimmt. Der Strich in der Mitte ist Jurassic Park-Style, ja. Ja. Ui. So. Riecht erstmal nur klassisch nach Cola. Aber nicht nach Coca-Cola, nicht so sondern nach einer anderen. Nicht, sondern so. Ja, Rülpsbrühe. So. Ja. Geht Richtung Afri-Cola vom Geruch. Ja, hier, check mal ein. Eine widerliche Rülpsbrühe, ich kann nicht mehr reden. Ich glaube, da ist da irgendwo Alkohol drin. Da sind Frauenhormone drin. Achso, dann. Warte. Nee, jetzt riecht das wie diese uralt Kaufland-Cola. Ach ja, by the way, wo kriegt man das eigentlich zu holen? Also bei uns in der Gegend wahrscheinlich gar nicht so ich richtig. Ich habe es online bestellt auf der Seite von Clubmate selber. Wo es das sonst gibt, muss man irgendwie nachgucken. Also kann man, glaube ich, online auf der Seite stehen, die einzelnen Vertriebe, die das verkaufen. Aber es ist relativ rar zu kriegen, das Zeug. Okay, schade. Aber das wie gesagt, sollte man auch in unseren Breiten mal verteilen. Aber online kriegt man das. Also wenn, also ansonsten halt in der Clubszene kriegt man das immer, aber dafür halt überteuert. Weil natürlich. Dafür, wenn du überlegst, dass du für einen Red Bull schon 4,50 oder 5 Euro irgendwas zahlst, dafür zahlt sich tot. Naja, zum Wohl. Mein lieber Mann, da ist ja noch mehr Kohlensäure drin. Yes. Das ist ja pervers. Und du hast das hat ja aufgeschäumt. Das ist ja aus der Flasche wahrscheinlich noch. Gib mal. Aus der Flasche ist krass. Das schäumt ja. Du hast den Mund nur voll Schaum. Es berührt deine Lippe für einen kurzen Augenblick und dann. Das ist ja übler wie Alkoholbrause. Aber geschmacklich ist es eigentlich ganz okay. Also man darf sich jetzt nicht vorstellen wie eine typische Coca-Cola oder Pepsi. Gut, es ist ja auch wieder mit dem Energy gemischt. Ja. Es ist vergleichbar mit dem, was es leider, was ich nicht mehr gefunden habe, wäre dieser, die Take-Off-Cola gab es eine Weile. Das schmeckt so ähnlich. Also ist ein guter Ersatz für die Take-Off-Cola. Schmeckt, wie gesagt, so ähnlich. Gut, praktisch. Die können wir in einer der nächsten Folgen machen, Take-Off-Cola. Sehr schön. Kommt geschmacklich dahin, nur mit halt übertrieben viel Kohlensäure. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen die Kohlensäure raus. Der Chemiker schwenkt, wie immer. Mich würde interessieren, wie das in irgendwelchen Longdrinks schmeckt. Da könnte man sicher, das könnte ich mir wunderbar vorstellen für Cuba Libre. Wollte gerade sagen, mit einem guten Rum zusammen. Mit einem guten Rum und schön. Schuss Limette könnte das wunderbar schmecken. Probieren wir aus. Doch, also wenn die Kohlensäure draußen ist, probieren wir mal. Also wenn die Kohlensäure draußen ist, ist es. Dann kommt auch der Geschmack besser rüber, dann ist es auch angenehm. Ja. Jetzt schmeckt es auch noch was. Ja. Ja, Sie sollten vielleicht ein bisschen weniger Kohlensäure reinmachen. Aber dann, gut, dann ist auch mehr Flüssigkeit drin. Ist ja logisch. Kohlensäure gibt es ja sowieso nicht. Ja, das stimmt. Versteht aber gar keiner. Ach, egal. Doch, geschmacklich eigentlich soweit alles okay. Also mein Favorite ist der Eistee-Kraftstoff. Ja, ohne Witz. Also der Eistee wunderbar gut. Ist definitiv der Sieger bei den dreien. Man hat halt immer diesen leichten, diesen typischen, würde ich jetzt sagen, das ist jetzt der für mich typische Clubmate-Geschmack. Das ist immer dieses leicht wachsige, was da mit drin ist. Das schmeckt man aber bei allen dreien wie leicht raus. Wie schmeckt Wachs? Warum weiß man? Ich möchte es gar nicht wissen. Nicht? Nein. Ich hätte da was vorbereitet, aber okay. Da muss ich nochmal an den Eistee. Zum Wohl. Ja, das ist herrlich. Finger weg vom Kraftstoff. Doch, sehr schön. Kann man weiterempfehlen, wenn es das bei euch in der Nähe gibt? Oder wenn zugreifen, ihr das, sofort zugreifen. Wenn ihr das online bestellt, macht das. Gut, in diesem Sinne freuen wir uns auf die nächste Folge. Bis Adios. Zum nächsten Mal. Adios.